Ja, dann fangen wir direkt an. Medias in Res. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lutz Krämer. Ich bin bei White & Case in Frankfurt, leite den Bereich Corporate und Kapitalmarktrecht und ja, werde gleich zusammen mit Herrn Dirkes, der sich unmittelbar danach vorstellt, einen gemeinsamen Vortrag halten mit unterschiedlichen Meinungen auf einer Slide-Präsentation. Das muss man erst mal schaffen. Wollen Sie kurz was zu sich am Anfang sagen und Ja, dann fange ich an und das machen wir gehe. gerne so. Ja, von mir herzlich willkommen hier zum Workshop. Thomas Dirkes ist mein Name. Ich bin Mitglied im Vorstand der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf. Freue mich auf die Veranstaltung, auf viele Fragen, auf eine Diskussion, weil ich denke, dass das Thema noch lange nicht am Ende ist und wir eigentlich erst am Anfang einer Diskussion stehen und eines Prozesses, der möglicherweise in irgendwas münden wird. Aber das werden wir gleich in der Diskussion sicherlich Ja, haben. also zunächst mal vielleicht zu dem, was wir so die nächsten gut 30, 35 Minuten zusammen, es mag auch 40 sein, je nachdem, ob, und das ist sehr gewünscht, von Ihnen Zwischenfragen kommen, gerne zu jedem Slide. Ich werde am Anfang ganz bewusst einen gewissen historischen Abriss Ihnen geben und auch zu der Frage, wie der BGH an der Schnittstelle Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, insbesondere Aktienrecht, bisher so historisch entschieden hat und wie auch in der Wissenschaft sich langsam erst entwickelt hat, das, was man heute Börsengesellschaftsrecht nennt. Daraus kann man nämlich sehen, wie, ich sage das bewusst mal etwas provozierend, teilweise grobfingrig die Entscheidungen auch getroffen worden sind. Ich darf das deshalb sagen, weil ich damals den Makroton-Beschluss des BGH in 2003 sehr massiv kritisiert habe. Und auch immer noch der Auffassung bin, das war ein falsches Urteil. Und wir haben hier einmal die Situation, dass der BGH sich 10 Jahre später in einem vollständigen, wie man modern sagen würde, U-Turn, also einer totalen Revision des alten Urteils, genau auf die andere Seite stellt. Und einige der Themen, die wir sicherlich zum Teil kontrovers diskutieren werden, ist, und einer der Gründe dafür ist, dass der BGH auch diese zweite Entscheidung wieder im Grunde rein gesellschaftsrechtlich getroffen hat und damit nicht dem wirklich entsprochen hat, was letztlich jede Entscheidung zu einem Delisting ist, egal ob man die Voraussetzungen erleichtern will oder erschweren will. Es ist genau an der Schnittstelle des Gesellschafts- und des Kapitalmarktrechts und es geht darum, welches Rechtsgebiet eigentlich die Voraussetzungen dafür flexibler und das heißt dem Einzelfall sachangemessener entscheiden kann. Gesellschaftsrecht ist gerade im Aktienrecht aufgrund der Normenstrenge, der Satzungsstrenge der AG grundsätzlich sehr dogmatisch. Kapitalmarktrecht ist mit Öffnungsklauseln im Regelfall etwas offener und gibt mehr Möglichkeiten, den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Sie merken, ich bin etwas da der Fan des Kapitalmarktrechts und habe auch insofern den damaligen BGH-Beschluss entsprechend kritisiert. Worum handelte es sich damals? Kurzer Überblick: gesellschaftsrechtliche Anforderungen des BGH. Ursprünglich in der Makroton-Entscheidung von 2002 wurde gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen HV-Beschluss, wir brauchen ein verpflichtendes, nirgendwo im Gesetz zu findendes Angebot, Kaufangebot an die dann ausstiegswilligen Aktionäre, also verpflichtendes Angebot zu einer Desinvestitionsentscheidung an die verbliebenen Minderheitsaktionäre und wir brauchen analog ein Spruchstellenverfahren, also praktisch eine materielle Trias. Was der BGH dabei meines Erachtens überhaupt nicht wirklich bedacht hat, ist, dass er auch eine prozessuale Trias damit aufgestellt hat. Nämlich, Sie haben einmal im Zivilrecht mit dem HV-Beschluss, mit möglichen Anfechtungsklagen, im Grunde drei Instanzenweg, Landgericht, Oberlandesgericht, BGH, jedenfalls damals war das der Fall, bei einer Anfechtung des HV-Beschlusses. Sie haben im Verwaltungsrechtsweg, das Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, gegebenenfalls bei der Zulassung Bundesverwaltungsgericht. Und Sie haben dann auch Spruchverfahren, wenn ein solches angestrengt wird. Also ein Wahnsinn. Der BGH hat damals, das führte dazu, dass wenn Sie ein Delisting hätten machen wollen und keiner hat das mehr gemacht nach der Makroton-Entscheidung, die Anforderungen eigentlich strikter waren als bei einem Squeeze-Out, wenn Sie eben über 95% der Aktien haben
wo Sie kein verpflichtendes Kaufangebot machen müssen, sondern nur eine Unternehmensbewertung und alle Aktionäre sind draußen. Also ein ganz klarer Interessen- und Wertungswiderspruch zu einem im Übrigen zum Zeitpunkt der BGH-Entscheidung erst 2 Jahre alten gesetzgeberischen Vorgehen, nämlich den Squeeze-out einzuführen, den es bis dahin im deutschen Recht nicht gab. Dann kam das Bundesverfassungsgericht, das ist so ein Zwischenschritt, der wird außerhalb der juristischen Gemeinde gerne übersehen, dass nämlich das Verfassungsgericht, als es angerufen worden ist, gesagt hat, und das war ein Wink mit dem Zaunfall, lieber BGH, der Artikel 14 Eigentumsrecht, auf den du da dein Kaufangebot gestützt hast, die Desinvestitionsentscheidung, ist leider ein bisschen weit hergeholt, das kommt nicht aus Artikel 14, das ist nicht erforderlich, dass du ein solches Angebot gewährst, aber die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung sind damit noch nicht überschritten. Nur wenn das Verfassungsgericht das extra anspricht und sagt, naja, es ist nicht noch überschritten, wenn es nämlich überschritten wäre, dann kann man sich sehr viel überlegen, was die Richter da getan hätten, ist das natürlich ein Wink mit dem Zaunfall. Überlegt euch mal, ob ihr da auf dem richtigen Weg seid. Dann kam kurz danach, ein Jahr später, die Frosta-Entscheidung des BGH, wo er eben dann wirklich einen U-Turn gemacht hat und gesagt hat, nee, wir brauchen keinen HV-Beschluss, steht nirgendwo im Gesetz, wir brauchen auch kein Abfindungsangebot. Insofern rein Vorstands-Aufsichtsratsentscheidung, die natürlich, darf man nicht vergessen, aktienrechtlich an Haftungsvoraussetzungen, Verantwortlichkeit, Business Judgment Rule geknüpft ist. Daneben kapitalmarktrechtliche Anforderungen, die hatten wir immer schon und in der Zwischenzeit und vor Makroton war das die reine Fristenregelung. Dann haben andere Börsen, dazu kommen wir ja nachher, gesagt, reicht uns nicht, wir bilden Makroton nach und jetzt ist eben die große Diskussion, soll das aufrechterhalten werden, sollen sozusagen unabhängig von der BGH-Entscheidung börsenrechtlich die bisherigen Anforderungen, wenn auch vielleicht in abgeschwächter Form, aufrechterhalten werden. Das ist mal so ein bisschen skizziert, der Überblick, um den es geht. Bei der Makroton-Entscheidung muss man wirklich sagen, hat der BGH aus Praktikersicht das Instrument des Delisting ja nicht zum stumpfen Schwert gemacht, sondern damals hat eigentlich jede Gesellschaft, die darüber nachdachte, sollen wir jetzt ein Delisting machen oder nicht, gesagt, nö, wir gucken, ob wir unsere 95% bekommen, dann werden wir ein Squeeze-out machen und alles, was davor ist, wir sind nicht völlig wahnsinnig, Sie müssen sich mal überlegen, Sie bekommen beim Delisting, das wird häufig übersehen, ja nicht Ihre Aktionäre aus der Gesellschaft raus, die bleiben weiter drin, Sie haben auch weiter bei HV-Einladungen einen offenen Kreis, müssen entsprechende aktienrechtliche Vorkehrungen treffen, haben danach auch gar nicht mehr die Möglichkeit, so ganz einfach zu sagen, naja, gucken wir mal, vielleicht entscheidet sich der eine oder andere dann doch noch rauszugehen. Das heißt, sie sind zwischen Baum und Borke. Und das ist tatsächlich nachweisbar. Die Listing-Entscheidungen nach Makroton sind wirklich kaum noch sichtbar gewesen. Auch das Pflichtangebot durch Gesellschaft oder Großaktionär, da muss man sich immer fragen, das spricht sich so einfach aus. Man muss ja umgekehrt eher mal fragen, in einer Gesellschaft, die freiheitlich ist und die eigentlich nur durch Gesetze eingeschränkt wird, woher nehmen wir eigentlich das Recht, jemanden zu sagen, du bist jetzt zufällig Großaktionär? Eine Gesellschaft kann ja einen Aktienrückkauf sowieso nur in gewissen Beschränkungen vornehmen. Du bist jetzt verantwortlich, wenn du die Gesellschaft später von der Börse nehmen willst und ein Aktionär oder zwei haben zufällig mehr als 5%, ein Squeeze-out kannst du nicht machen, dann musst du mal bitte an die anderen Aktionäre ein Pflichtangebot machen. Steht nirgendwo im Gesetz, aber wird mal einfach angeordnet. Eigentlich ist da Artikel 14 eher mal verortet als bei der Frage, ob der einzelne Aktionär das machen darf. Und wie gesagt, die Überprüfung im Spruchverfahren, die mal einfach praeter legem anzuordnen, ist natürlich auch ein ziemlich kühner Wurf. Was mich damals am meisten allerdings geärgert hat und was für mich einleitend auch zu der etwas provokanten These geführt hat, dass die Richter, und man merkt das auch bei einigen älteren
Juraprofessoren, gerade im Aktienrecht, dass die eben langsam vom GmbH-Recht irgendwann auch natürlich gemerkt haben, jetzt ist Aktienrecht irgendwo, machen wir, aber den Sprung zum Börsen- und Kapitalmarktrecht nicht mehr so richtig vollzogen haben, weil das sind Dinge, da muss man natürlich an der Praxis dran sein, da kriegt man auch nicht unbedingt Gutachten zu, wo man sich dann irgendwie einarbeiten kann, wenn man nicht vorher schon den Ruf hat. Der eigentliche Punkt ist, dass die konkreten Umstände des Einzelfalls damals nicht berücksichtigt worden sind. Der Makroton-Fall, und ich habe es hier jetzt mal aufgeführt, normalerweise stelle ich, wenn es darum geht, immer mal die Frage, war ein Fall, an dem in den letzten 92 Börsentagen, steht im Sachverhalt des vorherigen OLG-Urteils drin, insgesamt 69 Aktien der Gesellschaft gehandelt worden sind. Das ist ein absoluter Witz. Das heißt, da gab es keinen Umsatz. Das heißt, wenn Sie 20 Aktien verkaufen wollten der Gesellschaft, haben Sie den Kurs gemacht. Genauso, wenn Sie 20 verkaufen wollten, ging der Kurs nach unten. Wahrscheinlich gab es sowieso nur Taxkurse. Wie man in einem solchen Szenario als Richter auf die Idee kommt, zu sagen, neben dem Gesetz ordne ich da ein Kaufangebot an und damit natürlich alle Aktionäre, die noch in der Gesellschaft sind, flagrant besser stelle, als sie zum Zeitpunkt dieses vermeintlich so wichtigen Börsenhandels gestanden haben. Wenn da irgendeiner von Ihnen eine Erklärung zu hat, dann bitte gerne, ich habe sie bis heute nicht gehabt. Das heißt, dieser Fall, dieser konkrete Fall, wäre bei richtiger richterlicher Anwendung, und das ist ja das, was man so Judicial Self-Restraint nennt, ich entscheide nichts, was nicht unbedingt entscheiden muss als Richter, hätte man damals sagen können, ob ein Delisting in Fällen, in denen 10-15% Free Float da ist, ein Squeeze-Out nicht erforderlich ist, nicht möglich ist, und aber der Vorstand und Aufsichtsrat ein Delisting mögen, in diesen Fällen möglicherweise zusätzliche, ungeschriebene gesetzliche Voraussetzungen hat, mag dahingestellt sein, in diesem Falle einer völlig toten, an der Börse nicht mehr gehandelten Gesellschaft jedenfalls, bedarf es dazu keiner Entscheidung. Und deshalb kann das Delisting durchgeführt werden. Das wäre eigentlich damals die logische Entscheidung gewesen. Damit hat, und das ist auch ganz interessant, wenn man mal schaut, ich habe jetzt im Nachgang nochmal zur Vorbereitung geschaut, wie ist denn damals das Urteil kommentiert worden. Ich würde sagen, so die Hälfte hat es positiv kommentiert. So ein Drittel war, ja, ganz positiv, einige negative Aspekte. Und wir gehörten zu den wenigen, die wirklich da drauf gehauen haben. Und mit diesen Begründungen, die ich Ihnen nenne, sagt dann das völlig neben der Kappe. Und dann bei einem solchen Fall, man findet eigentlich keinen Ansatzpunkt, wieso gerade dieses Urteil auf diesem Sachverhalt gegründet ist. Für mich nur erklärlich, dass jemand gesellschaftsrechtlich guckt und sagt, wo finde ich irgendwelche dogmatischen Ansatzpunkte und sich gar nicht darüber im Klaren ist, was heißt eigentlich Börsenpreis, wann bringt die Börse etwas, was ist der tägliche Handel und was ist eigentlich eine Preisfixierung, die da stattfindet. Der Börsenpreis, der nur aus Taxkursen oder nicht mal aus Taxkursen besteht, ist kein Anhaltspunkt für einen wahren Unternehmenswert, der als Voraussetzung dann für ein Abfindungsangebot gilt und Artikel 14, den ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang sehen muss. Das heißt, hier ist an der Tatsachenbasis nicht richtig gearbeitet worden. Der BGH hat damals gesagt, so eine wichtige Entscheidung, da bedarf es eines HV-Beschlusses. Wie widersinnig auch dogmatisch dieser Punkt ist, wird einem klar, wenn man die Entscheidung liest und sagt, was sind denn die Anforderungen an einen HV-Beschluss in dem Falle? Er sagt, ja, wir können dem Gesetz nicht entnehmen, dass wir da eine besondere Mehrheit brauchen. Einfache Mehrheit reicht. Wir sehen auch keine Berichtspflicht im Gesetz. Ihr braucht also nicht einen großen Bericht wie bei Unternehmensverträgen, anderen Themen, Bezugsrechtsausschluss zu machen. Aber ihr müsst in der HV einen entsprechenden Beschluss fassen. Dadurch wird in den Listingfällen der HV-Beschluss auch nach der alten Marktproton-Entscheidung eine bloße Förmelei. Die Mehrheit habe ich immer, ich brauche keine Berichtspflicht, Transparenz wird dadurch nicht geschaffen. Wenn Vorstand und Aufsichtsrat das beschließen, und das sind ja nun unstreitig keine Fälle, in denen jemand nur 20% hat und 80% Free Float da ist, dann ist der HV-Beschluss eine bloße Förmelei. Was soll das? Hat jetzt der BGH auch in der Froster-Entscheidung entsprechend gesagt und deshalb beiseite geschoben. Auch nochmal das Thema Pflichtangebot mit Spruchverfahren. Ja, was heißt
Pflichtangebot. Wir haben im WPÜG, im Übernahmegesetz, genaue Anforderungen an ein Pflichtangebot. Da muss ich an eine Schwelle rankommen. Ich bin vorher geschützt durch Transparenzvorschriften, damit ich nicht zufällig in diesen Bereich reinkomme. Und jetzt plötzlich heißt es, ja, steht zwar nicht im Gesetz, aber an der Stelle finden wir eigentlich ganz angemessen. Wie sieht es mit dem Preisfindungsmechanismus aus? Dazu gab es ja überhaupt keine Voraussetzungen. Gelten da irgendwelche Mindestpreisregelungen? Muss ich auf jeden Fall eine Unternehmensbewertung machen? Offensichtlich, ich habe ja keinen vernünftigen Börsenpreis. Auf den Wertungswiderspruch zum Squeeze-Out bin ich schon eingegangen. Strukturellen Eingriff habe ich nicht beim Delisting, ist unstreitig. Das ist kein struktureller Eingriff, wenn vorher ein paar Aktien gehandelt worden sind und nachher können die ja auch gehandelt werden, nur eben dann außerbörslich. Das ist also im rechtlichen, auch im aktienrechtlichen Sinne kein struktureller Eingriff. Also daran sieht man, das war wirklich etwas aus der hohlen Hand. Ich kannte auch den Berichterstatter damals beim BGH, der mir auch gesagt hat, dass es da im BGH schon bei der Makroton-Entscheidung ziemlich heftigen Streit im Senat gegeben hat, ob man so oder anders entscheiden sollte. Und das ist dann dabei rausgekommen. Nochmal ganz kurz im Überblick. Verfassungsgerichtsentscheidung MVS Lindner. Verfassungsgericht hat ganz trocken festgestellt, schon der Ausgangspunkt des BGH ist unzutreffend. Delisting ist kein Eingriff in Artikel 14. Ja? Man muss unterscheiden zwischen einer faktischen Verkehrsfähigkeit und einer rechtlichen Verkehrsfähigkeit. Und nachher, ich pointiere ja jetzt ganz bewusst, sonst ist die Sache ja als letzter Beitrag auch nicht spannend und wir kommen nicht so schön zur Kontroverse. Man kann nachher beim Fazit und bei den Fragen, wie geht es denn zukünftig weiter, findet man vielleicht eine Mittellösung, da auch nochmal drüber nachdenken, wann gibt es eben eine faktische Verkehrsfähigkeit vor dem Delisting, die, sei es nicht verfassungsrechtlich, das ist jetzt unstreitig, aber vielleicht durch Transparenzbestimmungen zu schützen ist, darüber kann man nachdenken. Aber der Ausgangspunkt war jedenfalls nicht geboten und entsprechend war die Makroton-Entscheidung auf nicht nur wackeligen, sondern nicht haltbaren Fundament und deshalb dogmatisch die Froster-Entscheidung eher richtig. Ganz kurz, bevor ich gleich das Wort übergebe, Revision von Makroton zu Froster. Eine solche Komplettaufgabe eines früheren BGH-Urteils, was noch nicht so alt ist, gerade mal 10 Jahre zwischen den beiden Entscheidungen, zumal einer Entscheidung, die damals mit großem Aplomb verkündet worden ist. Ich habe mir hier nochmal die Leitsätze unterstrichen. Damals hat Makroton gesagt, ein Entlastungsbeschluss, da ging es ja um den HV-Beschluss, ist auch dann anfechtbar, wenn Gegenstand der Entlastung ein Verhalten von Vorstand und Aufsichtsrat ist, also damalige Delisting-Entscheidung, das eindeutig einen schwerwiegenden Gesetzes- und Satzungsverstoß beinhaltet. Wenn man sowas schreibt als BGH und 10 Jahre später dann das Fähnchen wieder einrollt, freilich in anderer Besetzung, dann ist das schon ein ziemlich seltener Fall. Wir haben also jetzt keine Schrankentrias mehr aus einfachem Recht. Wir haben nicht mehr die Barabfindung. Wir haben, hat der BGH im Einzelnen abgelehnt, auch keine Analogie zu anderen Vorschriften. Das überspringe ich mal etwas, weil das sehr rechtlich ist. BGH hat ausdrücklich auch gesagt, ein Delisting führt, wichtig, nicht zwingend zu Sondervorteilen für den Großaktionär. Es sind im Einzelfall Gestaltungen denkbar, wo es zu Sondervorteilen führen könnte. Dann muss man allerdings fragen, kann man das nicht über andere Regelungen, wie zum Beispiel das Verhalten von Vorstand, Aufsichtsrat, eventueller Personenidentität zwischen Großaktionär und Teilen des Aufsichtsrates klären, dass die eben entweder bei der Entscheidung sich zurückhalten oder aber, wenn sie allein im Eigeninteresse und nicht im Gesellschaftsinteresse entscheiden, sich dann möglicherweise schadensersatzpflichtig machen. Da gibt es also andere Mechanismen, über die man nachdenken kann. Und schließlich hat der BGH auch nochmal gesagt, eine Gesamtanalogie zu anderen aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen ist jedenfalls nicht geboten, denn allein die Tatsache, ich gehe jetzt von der Börse, in Klammern, und an der Börse vorher gab es auch keinen wirklich liquiden Handel, ändert nicht die Binnenstruktur der AG. So,
Anlegerschutz ohne Makroton, was wir häufig hören, und das ist jetzt sozusagen, bitte. Hallo, Sie haben von Schadensersatz gesprochen. Wann trifft das zu? Gut, bis zum Schadensersatz ist immer ein langer Weg, vor allen Dingen bei der Kausalität. Aber es sind Konstellationen denkbar, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir sozusagen dann warten auf die Gegenposition von Herrn Dirkes und nachher zum Fazit. Die Grundkonstellation, an die man denken könnte, ist, und die wird ja immer genannt, ich habe eine Gesellschaft, die noch prosperiert, 30% Free Float, richtig was los, ist ein paar hundert Millionen Euro wert an der Börse. Und jetzt plötzlich sagt ein Vorstand, der von der AR-Mehrheit, vielleicht auch umkämpft, im Aufsichtsrat eingesetzt worden ist, ja gut, von der Börse gehen, vielleicht eine schöne Idee, werden sehr viele frustriert sein und verkaufen dann dem Großaktionär notgedrungen, weil der einfach nur eine Order reinstellt und kein Übernahmeangebot mehr machen muss oder ein Pflichtangebot, sondern einfach eine Standing Order abgibt, wenn jemand eben seine Aktien verkaufen will, günstiger als bisher seine Aktien. Das ist so mal sehr rough gesagt eine Konstellation, in der man darüber nachdenken müsste, ob eben der Vorstand und auch der Aufsichtsrat in Personenidentität hier gedacht von Großaktionär und Aufsichtsratsanteilseignervertreter sich möglicherweise schadensersatzpflichtig machen, gesellschaftliche Treuepflicht und so weiter. Also da kann man drüber nachdenken. Aber das sind schon Konstellationen, wo man sagen muss, dem wird sich ein Vorstand und ein Aufsichtsrat im Zweifel nicht ohne Not aussetzen. Und es sind Extremsituationen, denn man muss, da kommen wir nachher auch noch dazu, natürlich auch sagen, wenn ich in eine Aktie investiere, so wie ich mir ansonsten auch anschauen muss, was hat die denn für Risiken, wie sieht es denn da aus, wenn ich weiß, die ist in keinem Index drin, wenn ich, was ich heute im Grunde genommen auf einer gut geführten Investor Relations Homepage ja auch sehen kann, die hat also kaum noch einen echten Free Float, da geht auch, sehe ich ja täglich, kaum noch was an der Börse um, dann investiere ich natürlich auch in eine Gesellschaft, die möglicherweise damit befangen ist, dass sie mal von der Börse geht. Und, das muss man natürlich auch noch sehen, eigentlich nachher so mehr für das Fazit, wir müssen uns rechtspolitisch natürlich auch fragen, wenn wir gerade auch kleinere Gesellschaften immer noch vielleicht an die Börse bringen wollen, wenn wir es zu schwer machen, und das war natürlich auch der extreme Nachteil rechtspolitisch der Makroton-Entscheidung, wieder von der Börse runterzukommen, werden natürlich viele, gerade auch Mittelständler, sagen, um Himmels Willen, die Transparenzerfordernisse sind schon hoch genug. Aber da komme ich ja nie mehr runter, wenn sich plötzlich erweist, dass ich für Investoren nicht mehr interessant bin. Also lasse ich mal lieber diesen Schritt. Das heißt, man muss immer auch sehen, wenn ich den Rückzug, den Actus Contrarius und dann auch noch Praeter Legem, also ohne echte Rechtsvorschriften, plötzlich verschärfe, dann ist natürlich das Eintrittstor plötzlich nicht mehr so lukrativ, wie es im Ursprung ausgesehen hat. Und deshalb muss man sich Alternativen angucken und muss fragen, kann man das nicht möglicherweise im Börsenrecht besser verorten. Grundlage Börsengesetz und dann je nach Börse, und da kann man auch drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, wenn jede Börse da sozusagen ihr eigenes Süppchen kocht, dann eben die Schraube etwas mehr anzieht oder etwas weniger anzieht. Und da ist ja durchaus denkbar, dass man in der Börsenordnung sagt, wir haben neben der Fristenlösung möglicherweise noch ein zusätzliches Transparenzkriterium. Das heißt also, wenn der Free Float unter 15% gibt, dann wird sozusagen einmal laut geklingelt und jeder weiß das. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich da investiere, mag es sein, dass ich irgendwann mal in eine Delisting-Situation komme. Oder vielleicht mache ich das ab 10%. Jedenfalls muss es von der Wertung her in einem Zeitraum sein, der einen Abstand zum Squeeze-Out herstellt. Denn Squeeze-Out kann ich mit 95% ankündigen und nochmal, dann fliege ich raus aus der Gesellschaft. Beim Delisting, das darf man nicht verkennen, bleibe ich in der Gesellschaft drin. Und es kommt eines hinzu, aktienrechtlich, meine Rechte als Aktionär sind sogar noch einen Tick größer als bei einer börsennotierten Gesellschaft, wenn ich es rein aktienrechtlich sehe. Ich kann zum Beispiel viel schwerer verwässert werden. Bezugsrechtsausschluss bis zu 10% bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ist nur möglich bei einer börsengehandelten Gesellschaft. Beim Delisting, nach dem Delisting habe ich absolutes Bezugsrecht. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, wo man so einfach mal sagen kann, hier eine Barkapitalerhöhung. Und auch eine Sacheinlage, über die dann jemand versucht, mich rauszudrängen,
wird gesellschaftsrechtlich in dem Moment strenger angeschaut. Da gibt es schon ein Zusammenspiel. Ja, das heißt also, man muss sich sehr genau überlegen, ob man hier sehr holzschnittartig argumentiert oder ob man im jeweiligen Zeitpunkt die kapitalmarktrechtlichen Möglichkeiten und die gesellschaftsrechtlichen in das richtige Verhältnis setzt. Und das möchte ich im Moment nur andeuten. Jetzt denke ich, sollten Sie erstmal zu Ihren in Ihren Ausführungen kommen und dann kommen wir nachher in die Diskussion. Vielleicht schaffen wir es noch, irgendwo mit These und Antithese zu einer Synthese zu kommen. Darf ich Ihnen noch eine Frage als Anwalt stellen? Ja. Sie haben vorhin auf der ersten Folie so einen Absatz gehabt, den haben Sie nicht vorgelesen. Das geht bestimmt jetzt auch darum, und zwar um die Börsenordnung. Die Börsen kochen ja alle ihr eigenes Süppchen, haben Sie gesagt. Und da wollte ich fragen, wie ist denn das? Es gibt ja ein Gesetz. Wenn das Gesetz nicht klar ist, gibt es ein Gerichtsurteil. Das haben wir jetzt. Dann gibt es aber noch die Börsenordnung. Was steht denn rechtlich höher, das Gesetz oder die Börsenordnung? Also die Börsenordnung steht zunächst mal unter dem Börsengesetz. Und jetzt im Moment, aber da ist Herr Dirkes, glaube ich, näher dran als alle anderen hier im Raum, steht ja auch in Frage, ob möglicherweise kapitalmarktrechtlich auf das Urteil reagiert werden sollte oder nicht. Insofern denke ich, sollten wir erstmal Ihren Auffassungen, Ausführungen folgen. Und dann ja, aber geht denn, kann sich denn jetzt ein Emittent auf das Urteil berufen, wenn ihm die Börsenordnung nicht passt und sagen, ich will nach der... Da sage ich jetzt mal, das kann er nicht. Das würde ich jetzt mal einfach vorwegnehmen wollen. Also wir reden, wenn wir über Börsenordnung reden, über öffentliches Recht, das Satzungsrecht, ja, was wir als Börse in einer öffentlich-rechtlichen Struktur als teilrechtsfähige, unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts eben selber setzen. Von daher auch eine Vorbemerkung. Wir reden nicht über meine Meinung heute, sondern über die Meinung des Börsenrates der Börse Düsseldorf, der nämlich die juristische Einheit ist, quasi das Parlament der Börse, die in allen Interessengruppen, die ja mit drin vertreten sind, diese Börsenordnung gestalten und auch ja, diese Börsenordnung ja, weiter gestalten. Wie haben wir angefangen? Also, eine Vorbemerkung vielleicht noch, um auf Sie da einzugehen. Sie haben ja so ein paar Spielbälle jetzt hier einfach mal hier hingeworfen. Wenn wir am Ende nur noch Sicherheiten haben als Aktionäre, als Investoren bei Gesellschaften, die in irgendwelchen Indizes, in den Hauptindizes drin sind, ja, dann reden wir noch über ein paar Gesellschaften. Und bei allen anderen sollen die Investoren denn da stehen, letztlich mehr oder weniger mit der Unsicherheit, dass der Vorstand der Gesellschaft auf die Idee kommt, in welchen Konstellationen auch immer, lassen wir mal raus, dann den Widerrufsantrag bei der Börse zu stellen. Wenn ich den BGH zugrunde lege, dann ist das noch nicht mal ein ad-hoc-pflichtiges Ereignis, weil der BGH sagt ja, das hat ja gar keine Kursrelevanz. Würde ich vielleicht auch mal ein Fragezeichen dran machen, aber dazu später. Da oben ist ein Fehler, da müsste stehen 16.12.2013, das vorweg, weil das hier die 6.12.2013, das ist die Börsenordnung, wie wir sie hatten im letzten Jahr, bevor wir jetzt Änderungen vorgenommen haben rund um die Froster-Entscheidung. In der Form gibt es diese Börsenordnung schon seit 2002, nämlich rund um das Inkrafttreten des vierten Finanzmarktförderungsgesetzes Mitte 2002 haben letztlich alle Börsen in Deutschland ihre Börsenordnung überarbeitet und wir sind da ja autonom unterwegs. Wir leben im föderalen Land, wir haben eine Börsenaufsicht, die dezentral organisiert ist. Das heißt, das wird nicht von der BaFin beaufsichtigt, was wir da tun, sondern von Börsenaufsichtsbehörden, die bei uns in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen beim Finanzministerium angesiedelt sind. Anderswo ist das Wirtschaftsministerium. Wir haben damals gesehen, die Frankfurter waren damals einen Ticken schneller, zugegebenermaßen, im vierten Finanzmarktförderungsgesetz, vor dem Tag des Inkrafttretens, waren alle Börsenordnungen. Da hatten auch die Frankfurter noch was vom Kaufangebot drin, was da gemacht werden sollte, relativ undifferenziert. Viele andere hatten das auch drin. Frankfurt ist damals zu einer reinen Fristenlösung übergegangen. Ist hier gleich auch nochmal drauf. Wir in Düsseldorf haben damals uns entschieden, nach sehr langer und auch damals schon kontroverser Diskussion, noch vor Veröffentlichung der Entscheidung im Übrigen, da gab es ja schon... Der BGH-Entscheidung gab es ja Vorinstanzen, keine Frage. Haben wir uns damals dazu entschieden, diese Regelung, wie Sie die hier sehen, in die Börsenordnung aufzunehmen. Dass nämlich ein Widerruf der Zulassung nur erfolgen darf, für den Fall des Total-Delistings, also für den Fall, dass danach keine Notierung und Zulassung an einem organisierten Markt mehr übrig bleibt, dass dann ein HV-Beschluss gemacht werden muss und ein Kaufangebot. Diese
Regelung haben wir damals letztlich mit Blick auf den Schutz der Kleinaktionäre, der außenstehenden Aktionäre so geschaffen. Das war eine ganz wesentliche Motivation unseres Börsenrates, weil wir, na, das wissen Sie wahrscheinlich alle, wir sind jetzt nicht die größte Börse in Deutschland, das bedauerlicherweise eine andere, die jetzt gar nicht so weit weg liegt. Wir sind von daher auch nicht der Nabel der Welt, was Listing-Fragen angeht. Ne? Da machen wir uns auch nichts vor, aber wir haben den Anlegerschutz die ganze Zeit über, schon viele Jahre, ich war damals auch schon bei der Börse, auf der Handelsseite hochgehalten und haben auch versucht, dann eben für die Aktionäre auf der Seite Widerruf der Zulassung, also Verabschiedung aus dem Segment damals noch amtlicher Handel und geregelter Markt, was zu tun. Und zwar damals auch schon bewusst in Abgrenzung zur Frankfurter Wertpapierbörse, die gesagt haben, ja, wir haben ja diese 6-Monats-Frist und dann hat ja der Anleger nach der Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung noch 6 Monate Zeit, um sich dann von seinen Stücken zu trennen. Da haben wir damals schon gesagt, ob das mal so klappt, wer will denn da noch Stücke kaufen, dann mag ja allenfalls der Großaktionär noch billig Stücke einsammeln. Das war zumindest die Auffassung, die wir damals vertreten haben, die unser Börsenrat damals vertreten hat. Wir haben seinerzeit auch schon, und das will ich mal kurz dazwischen schieben, mit Blick auf Teil-Delisting, also den teilweisen Widerruf der Zulassung, auch Veränderungen vorgenommen in unserer Börsenordnung. Wir haben nämlich damals schon gesagt, ja, okay, Teil-Delisting bin ich gerade auf dem falschen Dampfer. Wir haben damals noch gesagt, ein Teil-Delisting, der ist dann möglich, wenn die Notierung an einem anderen organisierten Markt aufrechterhalten wird, ja. Und wenn man dann den Wechsel an diesen anderen Markt macht, dann wollen wir von dem Vorstand der Gesellschaft haben, also damit er jetzt nicht, sagen wir mal, bei uns den Widerruf der Zulassung macht und dann sofort, wenn wir jetzt die Konstellation gehabt hätten, Düsseldorf und Frankfurt, dann sofort nach dem Wirksamwerden der Widerrufsentscheidung bei uns, wenn nämlich ein anderer organisierter Markt da ist, dann besteht eigentlich unter Anlegerschutzgesichtspunkten keinen Grund, jetzt allzu lange zuzuwarten, wenn da ähnliche Transparenzstandards da sind. Aber nachdem die Frankfurter eben zu dieser 6-Monats-Frist gekommen sind, haben wir gesagt, dann muss uns der Vorstand der Gesellschaft doch zumindest nochmal erklären, dass er innerhalb von einem Jahr nach dem Wirksamwerden der Teil-Delisting-Entscheidung des Teilwiderrufs bei uns keinen Widerruf der Zulassung an dem verbleibenden Börsenplatz unternimmt. Das haben wir auch von dem einen oder anderen Vorstand bekommen. Also es gab Teil-Delisting-Verfahren während dieser Zeit. Es hat dann aber, auch soweit ich das gesehen habe, keine der Gesellschaften dann im Nachgang den vollständigen Widerruf der Zulassung betrieben. Also wir haben diese Einhaltung der Jahresfrist durchaus überwacht. Klammer auf, hätten wenig tun können, das wissen wir auch. Wir hätten keine Sanktionsmöglichkeiten gehabt in Richtung Emittenten, wenn die Emittenten dann gegen diese Erklärung verstoßen hätten. Das wäre mehr so eine Ehrenerklärung. Wir hätten die quasi öffentlich an Pranger stellen können. Das wäre alles gewesen. Möglicherweise hätten die Aktionäre aus der abgegebenen Erklärung irgendwas herleiten können, aber das ist, wie gesagt, nie relevant geworden. Wir haben danach noch so ein paar obergerichtliche Entscheidungen gehabt, die Sie jetzt nicht erwähnt hatten, die aber, sagen wir, bei der Frage Delisting von Aktien aus dem regulierten Markt durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben. Das war nämlich einmal das Bayerische Oberste Landesgericht und das Kammergericht Berlin, das eine für den MXS. Und das Kammergericht Berlin für den Andrew Standard, die haben beide gesagt, ja, wenn man aus dem regulierten Markt in ein solches Qualitätssegment im Freiverkehr wechselt, dann braucht es dieses Kaufangebot und den HV-Beschluss nicht. Dann gilt Makroton letztlich nicht, weil da gelten ja dann zumindest ähnliche Transparenzstandards. Die hatten wir damals in Düsseldorf auch schon. Wir haben nur immer die Auffassung vertreten, das mag ja so sein, das stimmt auch, da gibt es quasi Ad-Hoc-Pflichten, da gibt es die Verpflichten zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen in testierter Form und testierter Halbjahresfinanzbericht. Also da gibt es noch eine gewisse Transparenz im Sekundärmarkt. Aber was uns da gefehlt hat, waren Marktentlassungsregeln, die letztlich eine ähnliche Hürde darstellen. Wenn man das gelebt hat als Gesellschaft, was die Obergerichte damals entschieden haben, dann konnte man eigentlich ohne, also quasi billig aus dem regulierten Markt raus.
dann in ein solches Qualitätssegment rein, damals eben der MXS und Entry Standard. Und der MXS hat dadurch ganz ordentlich an Zulauf gewonnen über die Jahre und dann nach einer gewissen Schamfrist da möglicherweise die Mitgliedschaft kündigen. Ich habe jetzt keinen Fall, ich weiß nicht, ob das passiert ist. Ist relevant geworden in München, mir sind solche Fälle bekannt. Ja, okay. Ich denke auch, dass, wenn ich das sagen darf, die bayerischen Gerichte haben mit dieser Möglichkeit auch letztlich im Nachgang, obwohl sie ja selbst ursprünglich für das Makroton-Urteil verantwortlich waren, die Vorinstanzen war ja München, ihr Unbehagen mit der Situation letztlich bekundet, weil sie eingesehen haben, dass eben ein zu starke Marktaustrittsbarriere zu Widersprüchen führt. Und letztlich waren das ja die Vorlageentscheidungen. Ja. Ja, aber möglicherweise hat auch eine gewisse Rolle gespielt, dass das Bayerische Oberste bei der Börse München ein Gutachten eingeholt hat und da mal nachgefragt hat, wie ist das denn so? Ja, also das mag da auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Nachdem das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, das ist alles richtig, was sie da machen, haben wir zumindest für unsere Qualitätssegmente im Freiverkehr die Tür insoweit auch aufgemacht, dass ein Wechsel dahin möglich ist, also ein Downlisting, aber eben auch mit dieser Erklärung des Vorstands. Wir haben da gewisse Fristen jetzt vorgesehen. Und zwar bin ich jetzt schon bei den Fristen nach der neuen Börsenordnung. Der Inhalt der neuen Börsenordnung ist, was die materiellrechtlichen Anforderungen angeht, jetzt gar nicht so verschieden von dem, was wir bislang hatten. Die Argumente dafür, die mag ich Ihnen gleich noch gerne ein bisschen in der gebotenen Kürze erläutern. Hieran können Sie eben auch sehen, was die verschiedene Bedeutung für den Anleger angeht, für den Privatanleger, den wir da im Blick haben, was die Gestaltung der Fristen angeht. Ich sagte vorhin schon, wenn eine Notierung an einem anderen onländischen organisierten Markt bestehen bleibt, dann wird der Widerruf der Zulassung sofort wirksam. Ne? Wenn wir diese Erklärung drin haben, dann besteht kein Grund, den Emittenten mit seiner Aktie noch länger in Düsseldorf festzuhalten. Klammer auf, der wird am nächsten Tag dann die Notierung im Freiverkehr aufgenommen. Also das Delisting, was immer wieder als Argument angeführt wird, für so eine Teil-Delisting-Entscheidung führt nicht zu einer Konzentration der Liquidität. Also die Handelsmöglichkeiten bleiben nach so einem Widerruf, nach so einem Teilwiderruf mit einer verbleibenden Notierung an einer anderen inländischen Börse eigentlich unverändert gegeben. Und wenn danach nur noch nach dem Widerruf in diesem Fall eben Düsseldorf, weil es um unsere Börsenordnung geht, wenn danach nur noch an einem ausländischen organisierten Markt, was übrig bleibt als Handelsmöglichkeit, dann sehen wir eine Frist von 3 Monaten vor, damit die Anleger noch die Möglichkeit haben, sich ja, sagen wir, zu den günstigen nationalen Wertpapierhandelsspesen von der Aktie zu trennen. Das heißt dann auch übersetzt, mal das Beispiel Strabag ist ja jetzt in Düsseldorf aktuell, die sind ja in Frankfurt und Düsseldorf notiert, könnten die Listing-Antrag bei Ihnen stellen, werden sofort raus wegen Frankfurt und am nächsten Tag sagen, Edge, jetzt machen wir in Frankfurt auch einen Delisting-Antrag und 6 Monate später werden Sie komplett delistet. Obwohl Sie aktuell sagen würden, wenn ihr hier weg wollt, müsstet ihr einen HV-Beschluss und ein Pflichtangebot haben. Ja, wenn die jetzt in Frankfurt, da sind die ja im regulierten Markt, wenn die da ihre Notierung aufrechterhalten und uns auch erklären, also der Vorstand der Gesellschaft eine Erklärung uns gegenüber abgibt, dass er innerhalb von einem Jahr in Frankfurt nichts unternimmt, dann kommt er sofort raus. Das ist richtig. Aber da haben Sie ja gerade schon gesagt, dass es nur so eine Art Ehrenerklärung ist. Das ist ja, ich habe dann als, oder die Börse Düsseldorf, also die hat nach der Beendigung der Notierung, dem Wirksamwerden des Widerrufs der Zulassung, keine Möglichkeit mehr, auf den Emittenten einzuwirken. Aber diese Erklärung ist in der Welt und bislang hat noch kein Emittent, der diese Erklärung uns gegenüber abgegeben hat, dagegen verstoßen. Aber es wäre zumindest eine kleine Hintertür, die jemand wie Strabag jetzt nutzen könnte. Ja, da gibt es aber, also das ist tatsächlich ein Fall, der eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat, wo auch ganz viele von außenstehenden Aktionären bei uns eben nachgefragt haben, wie sieht das denn jetzt aus? Die hatten ja so eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht und ihre Absicht, den Widerruf der Zulassung zu betreiben an weisen Börsenplätzen, mit der Idee, dass in Düsseldorf es auch zu einer reinen Fristlösung kommt. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Aktionär, der versuchen würde, aus dieser Erklärung was herzuleiten, wenn sie denn abgegeben würde. Wir sind jetzt im Konjunktiv unterwegs. Diese Ad-Hoc-Erklärung und ansonsten würde ich, selbst wenn es irgendwas gäbe, ich würde über laufende Verwaltungsverfahren keine Auskunft geben können. Und
Das war die zweite Lösung für Strabag, wäre ja zum Beispiel ein Downgrading in den Freiverkehr, ja. Mittelstandsmarkt. Und ja, da wäre die Frage, wie gilt dann die Börsenordnung? Gilt diese Börsenordnung nur für den regulierten Markt mit dem HV-Beschluss in dem Pflichtangebot? Im Freiverkehr gilt die nicht. Das ist korrekt. Das heißt, da könnte man auch ein Downgrading... Das ist eine Konkretisierung von 39 Börsengesetz. Da steht eben drin, der Herr Dr. Krämer hat es auf seinem Chart drauf, dass der Anlegerschutz durch die Börsenordnung in angemessener Weise zu wahren ist. Und das versuchen wir eben durch die Formulierung der Anforderungen HV-Beschluss und Kaufangebot, wenn man einmal aus diesem Markt raus ist, dann gilt das nicht mehr. Das ist dann eben allenfalls noch, nicht allenfalls, sondern auch dieses Jahr Handelbarkeit dann im Primärmarkt, wenn es so käme. Und dann könnte da die letztlich privatrechtliche Mitgliedschaft gekündigt werden. Wann müssten Sie das denn veröffentlichen oder wie würde das veröffentlicht, wenn es nicht ad hoc pflichtig ist, falls Strabag jetzt bei Ihnen beantragt hätte, einen Downgrading? Moment, ich habe gesagt, wenn seine Auffassung und die vom BGH stimmt, dass es keinen Impact auf den Preis hat, so eine Nachricht, dann ist es kein ad hoc pflichtiges Ereignis. Weil was man so allgemein nicht sagen kann. Ja. Da ist auch der BGH, das ist eben nicht richtig, das ist eine gesellschaftsrechtliche Einschätzung. Ich kann nicht für alle Fälle sagen, dass nicht ad hoc pflichtig ist. Und nach meiner Beobachtung werden die Unternehmen und wird ein Vorstand auch immer gut beraten sein, wie in diesem Falle auch, es ad hoc zu machen. Gegen Transparenz spricht überhaupt nicht. Transparenz ist das Element des Kapitalmarktrechts. Mhm. Ja. Ja, ich habe ja nur gesagt, im Extremfall könnte es so sein, dass wenn er sich jetzt da ranhängt und sagt, das hat ja keine Kursrelevanz, dann zu der Einschätzung kommt als Vorstand, wahrscheinlich nicht so gut beraten, wie wenn er durch Sie beraten worden wäre, dann eben kein Ad-Hoc zu veröffentlichen. Aber um jetzt hier einfach weiterzukommen, das war das Teillisting mit dem Primärmarkt und das ist ja eigentlich das Entscheidende, das Totallisting mit HV-Beschluss und Kaufangebot. Da hatten wir in der Vorfassung der Börsenordnung auch eine Frist von bis zu 24 Monaten drin. Da haben wir quasi moderat auf die Forster-Entscheidung des BGH reagiert und die Frist verkürzt. Und wir haben uns in wirklich intensiven Diskussionen, ich bin seit 2000 bei der Börse und habe so einen intensiven Diskussionsprozess um Regelwerksänderungen oder eben in dem Fall zum größeren Teil Nichtänderungen von Regelwerken noch nicht mitgemacht. Also wir haben ein beratendes Gremium, Marktausschuss, also bereitet quasi so Entscheidungen auch des Börsenrates vor. Da haben wir zweimal getagt, einmal eine Sondersitzung sogar gemacht. Wir haben das dann mit verschiedenen Interessengruppen diskutiert. Bei uns sitzt auch die DSW mit im Börsenrat, die damals Makroton erstritten hat. Denen gefiel natürlich die Forster-Entscheidung überhaupt nicht, aber die stellen jetzt, also die beeinflussen jetzt nicht aufgrund ihrer Mitgliederzahl auch im Börsenrat die Entscheidung des Börsenrats. Das ist eben eine Interessengruppe. Im Börsengesetz steht drin, dass es sehr heterogen besetzt ist, das Gremium. Da sind letztlich Vertreter von allen, das sagte ich vorhin schon, Interessengruppen drin. Und, Entschuldigung, die haben das dann eben auch diskutiert und haben sich dann auch intensiv mit den Argumenten des BGH an der Stelle, also den Argumenten in der Forster-Entscheidung, auseinandergesetzt. Es gab zwischendurch auch Tendenzen, gab auch einige Fürsprecher für eine freie Fristenlösung. Wir haben am Ende eine Entscheidung über diese Börsenordnung, aber die ist ja nicht ganz einstimmig ausgegangen, wir hatten eine Gegenstimme. Und das Mitglied des Börsenrats hat in die Bemerkung reingeschrieben, die Fristverkürzung wird ihm nicht gefallen. Das wäre ja viel zu kurz. Also ansonsten hat keiner auch gegen diese Regelung und damit Beibehaltung der Anforderungen gestimmt. Warum nicht? Ein wesentliches Argument, aus unserer Sicht zumindest, was da zu lesen war, dass es keinen Kursverlust gibt und über die ganzen Jahre gegeben hat. Da sah ich, das überrascht mich eigentlich nicht so sehr, weil die ganze Zeit über alle potenziellen Delisting-Fälle ja durch Makroton letztlich abgestützt waren. Ja, da konnte es keine große Kursrelevanz geben, nämlich also zumindest nicht unterhalb des Unternehmenswertes. Es gab auch kein Delisting. Ne? Ja, gut. Ja, das ist wichtig. Also wenn man ein Instrument praktisch durch eine BGH-Entscheidung preter legem nicht mehr zulässt, dann ist das, glaube ich, keine relevante Benchmark. Ne? Mhm. Auch im internationalen Vergleich. Dann hat der BGH gesagt, die 6-Monats-Frist reicht aus. Und da hat der Anleger ja noch die Desinvestitionsmöglichkeit. Und das ist ja letztlich so etwas Ähnliches, ne, wie so ein Barabfindungsangebot. Der ist ja nicht wirklich schlechter gestellt. Ne, so ungefähr zumindest ist es formuliert worden. Und da würde ich denken, dass der Vergleich hängt. Bitte schön. Helfen diese ganzen Fristen denn? Ich meine, egal ob ich
tat mir was leid. Ja. War auch mal drauf, der Handel muss jetzt noch 6 Monate sichergestellt werden. Ich meine, die restlichen Anleger wollen raus, das wird keiner mehr rein wollen, also ja. Der Kurs wird einbrechen. Ja, das ist ja das, was uns letztlich dazu bewogen hat, dieses Erfordernis ja. eines Kaufangebotes als verpflichtende Voraussetzung für eine Widerrufsentscheidung drin zu lassen. Es wird zu einem Schaden definitiv kommen. Also man sieht es bei Marseille gerade. Bei Marseille ist es schwieriger. Der Kurs hat sich fast halbiert, Herr Marseille lacht sich kaputt und sammelt für 2,50 Euro die Stücke ein. Das sind Beispiele, die uns letztlich darin bestätigen, dass da irgendwas falsch ist. Ja, also da kommen wir jetzt ja auch langsam in Richtung einer Diskussion, die wir gerne auch noch die letzten Minuten mit Ihnen, also auch kontrovers und lebhaft, möglichst lebhaft führen wollen. Wir sind jetzt ja quasi, das war ja auch in der Zeitung mal zu lesen, sind ja die Einzigen, die das so hart drin stehen haben. Ja, es gibt noch ein Kaufangebot. Hier in Berlin, ne, da steht aber total die Listing, insbesondere bei Kaufangeboten möglich. Ja. Und die Hamburger haben, glaube ich, auch sowas drin, in der Regel Kaufangebot. Und dann geht's einfacher. Aber es geht eben bei beiden auch ohne. Und wir sind tatsächlich jetzt die Einzigen, die es so hart drin stehen haben. Nicht, weil wir jetzt irgendwie das kleine gallische Dorf spielen wollen und auch nicht, weil wir sind ja nicht so viele Gesellschaften jetzt in Düsseldorf davon betroffen. Das muss man auch mal sehen, was wir... Und unser Börsenrat, die Gremien bei uns auch im Blick hatten und beabsichtigt haben, damit ist auch eine Diskussion darüber anzustoßen und zu sagen, das, was jetzt da hinten rausgekommen ist, in dem Zwischenstadium, was wir da jetzt sehen, wenn wir jetzt mal als Börse Düsseldorf nicht betroffen sind, das halte ich für und halten wir für nicht glücklich, dass dann eben die außenstehenden Aktionäre überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, so eine Entscheidung zu überprüfen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie sieht es aus mit dieser... Überprüfen können Sie immer. Verwaltungsrecht, die Widerrufsentscheidung. Da sind aber im Moment... Die Urteile sind nicht schlecht vom Landgericht, vom Verwaltungsgericht Frankfurt. Ne? Ja, aber die sagen doch jetzt erstmal, es gibt keine Widerspruchsbefugnis. Ne? Da gibt's auch Moment, nee, es gibt alte Entscheidungen dazu, die sehr schön abgewogen haben. Also ich würde da den Verwaltungsrechtsweg, da komme ich auch gleich noch zu... Mhm. Den würde ich überhaupt nicht so als Quantité negligeable bezeichnen. Mhm. Man muss sich eben nur entscheiden, vor welches Gericht man geht. Was nicht geht, ist, dass ich 3 verschiedene Gerichtsbarkeiten habe. Damit führe ich die Sache genauso ad absurdum, wie es bis vor kurzem war bei HV-Beschlüssen, dass jeder Aktionär mit ein paar Aktien anfechten kann. Das ist international kein Standard. Da muss man auch mal so ein bisschen aus der Binnenschifffahrt der deutschen Jurisprudenz raus. Ja. Wir sind im Kapitalmarktrecht, ja. Gut, aber da... Wir sind ja auch nicht gerade eine kleine Ökonomie. Ich war mal in der amerikanischen Kanzlei, als wir noch keinen Squeeze-Out hatten. Nur mal, man muss das immer mal so ein bisschen vergleichend sehen, über was wir reden hier im Kapitalmarkt. Mhm. Da ging es darum, wie man nach einem Erwerb zum Squeeze-Out kommen konnte. Bei der entsprechenden Gesellschaft war ein Milliardendeal. War 1999, war in New York in der amerikanischen Kanzlei, eine große Übernahme macht und sagt, Mensch, wir haben ja hier einen deutschen Juristen, damals bei Bruckhaus noch, können Sie doch alles prima machen. Da habe ich denen gesagt, ja, ist ganz schwierig. Wir haben leider nicht das Instrument Squeeze-Out, wir haben nur die Eingliederung, da ging es so ganz hinten rum, möglicherweise kommt man da raus, hochproblematisch, aber ein Squeeze-Out haben wir nicht. Da werden Sie angeschaut, Sie sehen so richtig in den Augen, oh Mensch, der macht ja nur Familienrecht, da haben wir den Falschen gefragt. Kann kein Mensch glauben, ja. So, genauso ist es, wenn Sie die Listing haben, einmal an der Börse sind und sagen, ja, jetzt komme ich da aber leider nicht mehr raus, beziehungsweise du hast 3 Gerichtsinstanzen und hast auch noch 3 Gerichtswege. Ja. Gut. Ja, wir nähern uns gleich mal an, auch zu den Themen, die Sie da möglich aufwerfen. Nur eins muss man ganz klar sagen, der Makroton-Ansatz ist juristisch nicht zu begründen. Wir halten jetzt an der Stelle jetzt auch uns nicht alleine an Makroton fest. Also wir haben jetzt einfach erstmal diese Regelung fortgeschrieben und das sagte ich gerade schon, wünschen uns einen Diskussionsprozess, der aus unserer Sicht gerne in einer gesetzlichen Regelung münden kann, die das Ganze mal vernünftig sortiert. Ja, dann haben Sie nämlich auch nicht mehr das Thema, dass Sie unterschiedliche Börsenordnungen haben, die das vielleicht für betroffene Gesellschaften unterschiedlich regeln. Dazu gibt es auch schon erste Initiativen, die jetzt nicht nur von den Anlegerschützern initiiert worden sind, sondern eben auch von unserer Börsenaufsichtsbehörde in Düsseldorf mitbetrieben werden. Es gibt einen Bund-Länder-Arbeitskreis für Börsenfragen. Da sitzen alle Aufsichtsbehörden drin, da sitzt der Bund mit am Tisch in Form von BMF, BMJ
und dem Wirtschaftsministerium, da ist auch die BaFin mit dabei. Und da wird jetzt im Herbst bei der nächsten Tagung, die ja stattfindet, das ein ganz wesentlicher Punkt sein, wie man da vielleicht darauf reagiert. Weil also auch die Aufseher haben jetzt anhand dieser Fälle, einen haben Sie eben schon genannt, es gibt noch ein paar andere Beispiele, erkannt, dass das vielleicht nicht das Wunschergebnis sein kann. Und ja, natürlich gibt es noch diese öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Widerrufsentscheidung der Börse. Aber ich meine, was soll denn der Richter sagen, wenn jetzt die Börsenordnung vorsieht, sechs Monate wird noch gehandelt, nachdem die Widerrufsentscheidung gefallen ist. Dann sagt er, ist das angemessen, ist nicht angemessen, nachdem der BGH jetzt gesagt hat, die 6 Monate können durchaus angemessen sein, kann ich mir kaum vorstellen, dass da groß was anderes bei rauskommt. Und ich habe auch eine gewisse Sorge, nicht nur um diese kleinen Aktionäre, sondern auch um die Aktienkultur. Wir haben eine ganze Reihe, ich hatte heute noch Anrufe von einer kleineren Fondsgesellschaft. Ne? Und zwar nicht die vermeintlich räuberischen Aktionäre, ja? die will kein Mensch schützen. Aber von kleineren Fondsgesellschaften, die sich in diesen Small- und Mid-Caps halt rumtreiben, die da investieren, die da ihre Investitionsmöglichkeiten sehen, weil da einfach mehr drinsteckt an Chance. Natürlich Risiko auf der anderen Seite genauso, aber da fehlt jetzt für die Sicherheit auf der anderen Seite, was passiert jetzt, wie lange kann ich das halten? Es gibt Leute, die haben auch solche Aktien als Sicherheiten hinterlegt. Dann ist auf einmal diese Börsennotierung weg und die Sicherheit ist weg. Da ruft die Bank an und sagt, jetzt mal bitte, Herr Dr. Krämer, jetzt müssen Sie aber noch mal was liefern. Dazu würde ich Ihnen sagen, ich bin ja selbst Bankkaufmann. Ja. Eine Bank, die als Sicherheit eine Aktie nimmt, die keinen vernünftigen Free Float hat, die sollte mal direkt bei der BaFin anrufen wegen Kreditaufsicht und § 18 KWG. Also wie man die Sicherheit auch immer bewertet, aber es gibt solche. Also der Fall ist, glaube ich, da ist der Fehler vorher gemacht worden. Das macht's. Wir haben ja jetzt nur noch 5 oder 10 Minuten Zeit, wobei wir gerne länger diskutieren. Ich würde vielleicht mal versuchen, auf eine Art von Konsens zu kommen und zumindest mal den Dissens ein bisschen einzugrenzen. Wenn wir mal die 3 entscheidenden Fragen stellen, an dem ursprünglichen Makroton-Urteil angeknüpft, ist der HV-Beschluss, der da gefordert worden ist, eine Firmelei und brauchen wir weiter einen HV-Beschluss? Meines Erachtens ist die Frage am einfachsten zu beantworten. Ein Hauptversammlungsbeschluss ist unter jedem Gesichtspunkt unsinnig. Mhm. Er bringt keinem Kleinaktionär irgendetwas, er kostet die Gesellschaft zusätzlich und sie können ja unter keinem vernünftigen Gesichtspunkt anfechten, warum sollen sie das in der Hauptversammlung auf die Tagesordnung setzen müssen. Ja, steht nicht im Gesetz, sie haben jede Mehrheit, sie brauchen keinen Bericht, was soll das? Ich glaube, darauf kann man sich einigen und kann sagen, ein HV-Beschluss brauche ich in diesen Fällen nicht. Sicherlich nicht die wichtigste aller Anforderungen, aber ich würde es für notwendig und hilfreich erachten, wenn der Vorstand der Gesellschaft verpflichtet wäre, seine Widerrufsabsicht auch mal in so einer Hauptversammlung zu diskutieren. Auch wenn er jetzt vielleicht keinen HV-Beschluss einholen muss, weil das zugegebenermaßen, die meisten Fälle sehen so aus, dass ich meistens sogar über 75% habe und damit diesen HV-Beschluss immer bekomme. Aber dann habe ich zumindest das mal in der Tagesordnung drin, meinethalb nur als Berichtspunkt oder als Erörterungspunkt. Und sagen wir, diese, neudeutsch sagt man Awareness, also dieses Bewusstsein bei diesen kleineren Aktionären, die vielleicht auch häufig, die sind oft nicht so nah an der Gesellschaft dran und verfolgen diese Themen nicht so nah, wie das die Instis machen und größere Investoren, die kriegen das zumindest mit. Also da, ist da die Hauptversammlung das geeignete Kriterium oder andere Formen der Transparenz? Darüber muss man doch nachdenken. Da ist doch wieder die Hauptversammlung nicht das Gremium, wo da ein paar Leute hinfahren oder wollen sie dann plötzlich die Gesellschaft nötigen, für die Hauptversammlung für 1000 Leute einzuladen, wenn sie sonst nur 50 Leute dort hat. Das Grundkriterium ist dort Transparenz und die schaffe ich anders. Deshalb bin ich auch mit der Auffassung im Regelfall nicht ad hoc pflichtig. Ich würde immer sagen, warum denn nicht ad hoc melden? Das ist überhaupt kein Thema. Wenn jemand, im Gegenteil, wenn er nicht ad hoc meldet und nachher tut sich sehr viel am Kurs, dann wird er gefragt werden, hast du denn Prognoseentscheidung, sonst Schadensersatzpflicht nach 37bc WPAG, annehmen können, dass es nicht zum Kursverfall kommt? Ansonsten haben sie sofort eine Schadensersatzverpflichtung. Was aber entscheidend ist, und da muss man auch immer auf den Zeitpunkt abstellen, bei einer
Aktiengesellschaft, und da ist ja nun Makroton als Aktie das schlagendste Beispiel, ja, und insofern, ich kann es wirklich nicht begreifen, wie auch die Vorinstanz sich den Sachverhalt nicht richtig angucken konnte. Wenn ich vorher nicht verkaufen kann, und dann kommt die Ankündigung, ja, so jetzt gehen wir von der Börse, wir haben überhaupt keinen Handel mehr, keiner kann kaufen, keiner hat kaufen wollen, keiner kann verkaufen, dann war auch der Börsenkurs vorher kein belastbarer Börsenkurs. Den konnten sie sich ausschneiden, einrahmen oder vergessen. Das war jedenfalls nicht der belastbare Kurs für die Unternehmensbewertung. Dann zu sagen, huch, jetzt ist der Kurs weg, jetzt bin ich aber besonders benachteiligt, obwohl ich sowieso nicht mal 30 Aktien zu dem Kurs verkaufen konnte. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich muss auch fragen, wenn gesagt wird, ich gehe von der Börse runter, was konnte ich denn vorher tun? Und wenn wir über Missbrauchsfälle reden, und die haben wir alle im Hinterkopf, ja, dann sind das die Fälle, wo jemand vielleicht selbst mit 85% in festen Händen, und ich komme jetzt gleich mal zu den Konstellationen, wir gehen nämlich immer so davon aus, da ist ein Großaktionär und der bitte soll jetzt mal das Kaufangebot machen. Es ist ja durchaus denkbar, dass 4, 5 große Aktionärsgruppen und sei es verschiedene Familienstämme, ja, die haben 95% an der Gesellschaft oder 93 oder 97, wollen vielleicht gar keinen Squeeze-Out machen. Aber in den Listing, wer denn bitte soll von denen, wenn sie 25, 30 haben, das Kaufangebot machen? Wen verpflichten sie denn dazu? Gesamtschuldnerisch? Dass jemand dann plötzlich, wenn die Gesellschaft einiges wert ist, das deshalb schon nicht machen kann, weil sie gar nicht aus gesamtschuldnerischen Gründen das tun können, weil es ihre Vermögensverhältnisse übersteigt. Wir gehen immer so ganz einfach davon aus und sagen, ich kann jetzt meine 50 Aktien nicht verkaufen, jetzt suche ich mir mal irgendeinen aus, der für alle ein Kaufangebot macht und damit natürlich alle anderen viel besser stellt als vorher. Denn in 95% der Fälle konnten sie in diesen Gesellschaften vorher nicht verkaufen. Die Vorstände sind ja nicht alle manipuliert, sondern die gucken sich an, was sind meine jährlichen Kosten der Börsennotierung, was sind übrigens, Stichwort Bußgeldleitlinien der BaFin, künftig bei Verstößen, die extrem erhöhten Bußgeldrahmen. Ich bin permanent zu Compliance gezwungen, ich brauche eine eigene Rechtsabteilung, sonst darf ich mich eigentlich an der Börse gar nicht mehr sehen lassen. Anwälte sind sowieso super teuer. Muss ich alles machen? Nö, dann möchte ich doch lieber von der Börse weg. Und dann sagt mir jemand, ja, wenn du von der Börse weg willst, selbst wenn du keinen Handel hast, dann mach bitte ein Kaufangebot an alle außenstehenden Aktionäre. Das ist, wenn man es nicht selbst bezahlen muss, eine wohlfeile politische Forderung. Ja? Aber sie ist eben, wenn man es durchdenkt und sagt, ist sie gerechtfertigt? Wir wissen jetzt verfassungsgerichtlich Artikel 14 jedenfalls nicht. Die ist nicht einfach zu rechtfertigen. Mhm. Und in den Missbrauchsfällen, ja, wenn wirklich jemand sagt, so, eigentlich haben wir alles für die Börsennotierung und jetzt gucken wir mal und ich überrede sozusagen den Vorstand, der eigentlich nicht will, mach doch hier mal eine entsprechende Delisting-Ankündigung und dann sammle ich die Aktien ein. Darüber kann man sprechen. Man kann zum Beispiel auch über Regelfälle sprechen in der Börsenordnung, in der man sagt, also zwischen 5%, Stichwort Squeeze-Out, da muss ja das Delisting unten drunter irgendeine Möglichkeit haben mit einfacheren Möglichkeiten. Das ist wertungsgesetzlich und denkgesetzlich erforderlich, also unterhalb von 10% brauche ich kein Kaufangebot. Und zwischen 10% und 15% schaut sich die Börse das an. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Börse in einer begründeten Entscheidung, und die wäre dann der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung unterlegen, sozusagen, das würde der Überprüfung unterliegen, das dann entscheiden kann. Und dann haben wir einen ganz normalen einen Gerichtszug, kann man sogar sagen, damit es schneller geht, nur Verwaltungsgericht und gegebenenfalls Revision bis zum Bundesverwaltungsgericht, und dann wird es entschieden. Mhm. Überhaupt kein Problem. Und das Ganze ist eben transparent. Da brauche ich keine HV, da brauche ich ein Kaufangebot nur in den Fällen, wo ich vorher einen belasteten Börsenkurs hatte, wo jemand auch wirklich verkaufen konnte. Und dann ist die Sache in Ordnung. Und ein Spruchverfahren brauche ich schon gar nicht. Das wäre meine vermittelnde Lösung. Herbert. Warum schaffen wir das eigentlich nicht, das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, in den letzten 10 Jahren vielleicht dann doch mal irgendwie ins Gesetz einfließen zu lassen? Hört sich ja alles total vernünftig an. Wieso müssen wir jetzt wieder auf irgendwelche Gerichtsverfahren und Urteile warten und dann sind wir alle unzufrieden? Das hätte man doch irgendwie auch mal regeln können. Naja, also erstmal gibt es ja schon unterschiedliche Interessen, auch Interessen der Börsen, muss man ja auch mal legitimerweise sagen. Und zum Zweiten, so einfach ist es nicht. Die Fälle, was ich jetzt gerade Ihnen geschildert habe, an der Schnittstelle von Aktien- und Kapitalmarktrecht,
sind eben nicht so einfach einzuwerten. Das ist jetzt die Zusammenfassung, hört sich das überzeugend an. Wenn jetzt jemand kommt und hat eben eine radikale kapitalmarktrechtliche Meinung, kann er Ihnen mit angloamerikanischem Background auch erklären. Und dann kommt der Spitzengesellschaftsrechtler, der Ihnen erzählt, warum der Hauptversammlungsbeschluss so wichtig ist. Ganz so einfach ist es nicht an der Stelle. Ich glaube schon, und das vielleicht zum Schluss zu den beiden BGH-Entscheidungen. Ich halte auch die Froster-Entscheidung des BGH nicht für gut begründet. Sie ist eine rein wieder gesellschaftsrechtlich begründete Entscheidung und zeigt, das ist jetzt so wirklich, der BGH setzt sich zurück und sagt, ja, damals sind wir einen Schritt zu weit gegangen, ich gucke mal ins Aktiengesetz, ich kann hier nichts finden, also brauchen wir das nicht. Und dann kommt so ein ganz kurzer Nachsatz zum Börsenrecht. Eigentlich müsste man genau diese Verbindung der beiden Rechtsgebiete sich anschauen und müsste sagen, wo ist wirklich möglicher Fall für Missbrauch gegeben, reicht da Business Judgment und entsprechende Haftung Vorstand, Aufsichtsrat, wenn ich eben nicht auf vernünftiger Tatsachengrundlage entschieden habe? Wahrscheinlich in dem Falle nicht. Ja? Und dann brauche ich Regelbeispiele dafür. So. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das so vertreten. Ich halte das auch für eine vernünftige Zusammenführung der Entscheidungen sozusagen. Und ich hoffe, dass jetzt in der politischen Diskussion nicht alles zurückgedreht wird, wieder auf Makrotonnen durchgesetzt. Denn dann haben wir keine Listing mehr. Das kann nicht die Regelung sein. Das ist auch nicht, also das ist auch nicht die Einschätzung, die ich jetzt habe nach diesen ersten Gesprächen mit den Ministerien bei uns. Das ist nicht die Richtung, in die die losrennen wollen. Aber es soll halt schon, und das ist die Zielrichtung, einen Weg gefunden werden, der mag vielleicht ähnlich aussehen wie Ihrer. Wir wollten aber jetzt nicht mit unserer Börsenordnung jetzt einfach auf die Schnelle so einen neuen Wurf machen, um zu sagen, jetzt hier, das ist ja vielleicht der Stein der Weisen, sondern da tatsächlich, das hatte ich eben schon, diese breitere Diskussion anstoßen. Und diese nächste Sitzung des Länderarbeitskreises findet zufällig in Düsseldorf statt. Und deswegen sind wir da der Host für die Aufseher, sodass ich in der Lage sein werde, da auch mal mit, zumindest bei dem Punkt, dabei zu sein. Und da freue ich mich auch schon auf die Diskussion, weil da sagten Sie schon, es gibt sicherlich da unterschiedliche Interessen und da haben auch Börsen teilweise eigene Interessen. Das hängt auch wieder vielleicht von der Börsengröße ab. Da sind die auch wieder ganz unterschiedlich gestaltet. Also ich sagte schon, so viele Fälle sind am Ende davon bei uns gar nicht betroffen und es sollte tatsächlich auch ein Signal gesetzt werden. Das hat der Börsenrat damals tatsächlich auch so beabsichtigt. Und ich bin ganz gespannt, was da rauskommt. Ich weiß, ich denke, wir sind jetzt auf einem weiteren Zeit. Ich vielleicht denke, wenn es jetzt nicht, wenn es noch Fragen gibt, sollten wir zuletzt die Fragen noch beantworten und dann wären wir, glaube ich, durch. Ich hätte eine Frage, eine praktische Einwertung. Wie viele Unternehmen haben denn jetzt dieses Zeitfenster genutzt und wollen verschwinden von der Börse? Ad 1 und zweitens. Wie sind die denn Tendenz bei den anderen Börsen? Sagen die auch, wir passen unsere Börsenordnung an? Oder, bei den anderen Börsen, da haben wir festgestellt, dass die teilweise nach Froster, glaube ich, dann auch was gemacht haben und in Richtung Fristenlösung gelaufen sind. Ich weiß nicht, was die Hamburger und Berliner, ob die an dem Wording was verändert haben, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Die Stuttgarter haben auch schon seit längerer Zeit eine reine Fristenlösung drin. Auf der Ebene wird man wahrscheinlich nicht zu einer Einigung kommen, ne, weil das möglicherweise wettbewerbliche Implikationen hat. Ja, das ist immer ganz schwierig. Haben wir bei Mittelstandsmärkten auch darüber immer das Thema gehabt, dass wir versucht haben, dann irgendwas mit Qualität auch zwischen den Plätzen zu vereinbaren. Das war extrem schwierig. Also ich sage einfach mal, es war unmöglich. Da gibt es einfach keinen Konsens, den man da findet, weil die einzelnen Plätze da ganz unterschiedlich vom Ansatz her ihre Segmente fahren. Und so ist letztlich bei der Verabschiedung aus den Segmenten auch. Also da wird bei den Börsenordnungen, wird man da bei diesem unterschiedlichen heterogenen Bild wahrscheinlich bleiben, wenn da nicht der Gesetzgeber was dran tut. So. Dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden und zu bedanken, dass Sie da waren. Vielen Dank.